Loading electronic video assistance, EVA. Welcome back, Squaddy. Hi, ich bin Piranha. Willkommen bei Squad Explained. Heute schauen wir uns mal Squads beliebtesten Spielmodus an. Random, Advanced and Secure. Oder RAS genannt. Oder RAAS. In Random, Advanced and Secure geht es um zwei Dinge. Tickets und Flak. In Random, Advanced and Secure gewinnt das Team, was am Ende noch Tickets hat. Fallen die Tickets auf 0, ist für diese Partei das Spiel verloren. Jedes Team startet eine normalen Karte mit 250 Tickets. Auf kleineren Karten startet man mit 200 Tickets. Also, was ist so ein Ticket? Dein Leben ist zum Beispiel ein Ticket wert. Aber auch Dinge wie Fahrzeuge und Radios haben ein Ticket Value. Diesen Wert kannst du oben rechts jederzeit nachschauen und solltest du mit der Zeit auswendig lernen. Denn alles, was du verlierst, kostet Tickets. Mit einem einfachen Druck auf die Feststelltaste im Spiel kommst du in das Ribbon-Menü Squad Server. Dort kannst du das Untermenü Teams Game Modes anwählen. Dort bekommst du weitere Informationen über deine Fraktion, / Brigade, sowohl die des Gegners. Nutze diese Informationen, denn Wissen ist Macht. Bei Mod Info bekommst du weitere Informationen, welchen Modus spielst du, welche Karte spielst du, wie viele Flaggen gibt's und welche Flaggen überhaupt sind möglich. Die Flaggenpfade unterliegen bestimmten Regeln. In der Regel läuft der Layer entweder über den oberen Rand der Karte, der Mitte oder über den unteren Teil der Karte. In der Regel schließt jede Flagge schon mal einen Verlauf aus, sodass es dir einfacher fällt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. In unserem Beispiel ist es Dresner, das schließt komplett den Top-Layer aus. Der nächste Punkt wäre Lower. Und spätestens jetzt wissen wir, dass es über den unteren Teil der Karte verläuft. Nun springen wir mal zu einem Squad, was die Backup betreibt. In unserem Beispiel steigt der Squad-Leader als erstes auf und startet den Cap. Und wenn euer Team capt, wird das mit einem blauen Symbol angezeigt, capt der Feind mit einem roten Symbol. Die Cap-Geschwindigkeit sowie die Cap-Stärke könnt ihr oben rechts einsehen. Am Anfang des Spiels sind alle neutralen Flaggen in dem Supernatural State. Das wiederum heißt, ihr braucht nur eine Person, um den Cap zu starten und das Maximum von 9 ist verschoben auf 7. Das heißt, 7 Leute reichen für einen Full-Cap. Der Gegner kann in dieser Zeit den Cap nicht direkt aufhalten. Ihr müsst euch dafür töten. Das heißt, falls ihr alleine auf der Flagge sein solltet, versteckt euch, falls Feind kommt. In unserem Beispiel haben wir jetzt schon die Flagge 3 gecapt. Und jetzt ist es Zeit, den Supernatural State genauer zu erklären. Dieser gilt als beendet, sobald beide Fraktionsflaggen die neutrale Flagge berühren. Hier angekommen benötigt ihr jetzt immer 3 Mann zum Cappen und das Maximum erfolgt bei 9. Denkt dran, ab jetzt kann der Feind intervenieren und Freund und Feindkräfte heben sich gegenseitig auf. Wir springen direkt in die Action bzw. zum Cap Nummer 4, auf den der Feind schon abgebaut hat. Minimalkräfte sind vorhanden. Die Spicebridge Squad bewegt sich mit 2 M-Raps direkt auf die Feindhub zu, um die Gegnerkräfte auszuschalten. Zur Einfachung bewegen wir uns in die Top-Down-Perspektive. Da der Gegner alles für den Angriff mobilisiert hat, hat er seine Verteidigung vergessen und so gelingt es, den Punkt einzunehmen. Der Verlust der Flagge an sich kostet den Gegner keine Tickets. Allerdings hat er hier in diesem Beispiel ein Radio plus 3 Kräfte verloren. Und unser Team bekommt durch den Cap 60 zusätzliche Tickets. Das ist in Menge 83 Tickets ein großer Trade. Deswegen merkt euch, Verteidigung immer größer als Angriff. Die letzte Flagge ist weg, der Ticket Bleed haut hart rein mit 60 Tickets pro Minute. Manchmal läuft es halt nicht immer so, wie man gerne hätte. Aber nicht den Sand in den Kopf stecken, Soldat. Und wird alles besser. Hey Scotty, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hattest Spaß. Wenn ja, hinterlass ein Abo, ein Like, kommentier. Would you like to know more? Steigt dir das Wasser zu Kopf, Scotty? Du hast Probleme beim Einlochen in Squad? Kein Problem. Squad Explained, der neue Squad, wird dir weiterhelfen. Garantiert. Du stehst auf so einen Feuerball, Junge, und möchtest das Beste aus Squad sehen? Dann schau bei Squad Omnia vorbei. Would you like to know more? Aber auch Gameplay gibt's immer wieder auf meinem Kanal. Danke fürs Zuschauen. Piranha, over and out.